Unglaubliche Bilder in Marseille. Am Samstagmittag stürmten Anhänger des Traditionsclubs das Trainingsgelände. Mit Pyrotechnik und Feuerwerk protestierten die Fan-Chaoten gegen die Führungsetage von Olympique Marseille und forderten ihren Rücktritt. Grund ist die sportliche Situation. 5 Punkte aus den letzten 7 Spielen, dazu das Pokalaus gegen den Rivalen aus Paris. Am Trainerstuhl von André Villas-Boas wird wohl schon gesägt. Heißer Kandidat auf die Nachfolge soll Lucien Favre sein. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.